Und ich denke, das eben in vor allen Dingen über Werte zu tun. Ja? Also in totaler Abkehr zu dieser Geschlechterfrage. Dann, wenn wir eben nicht oppressiv, sondern kooperativ waren, durchaus eine erfolgreiche Geschichte als Spezies hinter uns haben. Ja? Und da, dann kommt man da viel leichter dazu, egal ob man Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht ist, miteinander in Frieden leben zu können. Mein Name ist Ursi Mohr. Ich bin ein Teil von Together Wien. Bei diesem Event geht es darum, dass wir den Crossover-Gedanken fördern wollen im Sinn von Männer sprechen auch für Frauen und Frauen sprechen für Männer. Ich darf heute zu diesem Thema den John Aigner begrüßen. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Ja, schön hier zu sein. Hallo Ursi. Herzlichen Dank. Guten Morgen nach Berlin, sage ich jetzt einfach einmal so. Genau. Ich darf kurz etwas über dich sagen. Du bist Männercoach, Mentor, Fotograf und du bezeichnest dich selber als Menschenforscher. Stimmt das? Ja, da gehe ich mit. Das Fotografendasein ist jetzt wieder ein Hobby geworden, aber tatsächlich meine Berufung und meine tägliche Beschäftigung ist mit dem Thema Männlichkeit und dem Menschen. Ja, und ich als Mann eben aus einer männlichen Perspektive. Okay. Menschenforscher gefällt mir besonders gut. Dein Thema, worüber du uns vielleicht etwas erzählen magst, ist das Patriarchat nach hinten losgegangen. Wie siehst du das? Erzähl. Ja, also ich habe da mal ein Interview gegeben, wo ich das so in der Form formuliert habe. Und bei dem Wort das Patriarchat bin ich immer so ein klein bisschen vorsichtig, weil das ja ein emotional aufgeladener und zum Teil auch ein bisschen, wenn man so will, auch Kampfbegriff geworden ist. Ich gehe davon aus, dass wir eine Phase hatten, wo die patriarchale Säule der Gesellschaft oppressiv geworden ist und Frauen und Kinder sozusagen als Teil des Besitztums mit erklärt hat zur Zeit der Sesshaftwerdung und so weiter. Also das meine ich damit, das oppressive Patriarchat. Denn ich glaube, dass eine gesunde Gesellschaft immer also matriarchale Säulen und Strukturen hat und eben auch patriarchale, also Männer und Frauen oder man kann es auch prinzipiell heutzutage umso mehr weg von den biologischen Geschlechtern auch sehen. Also Säulen, die man prinzipiell als die maskuline und prinzipiell als die feminine Seite eines von Facetten eben bezeichnen kann. Und so war das gemeint, ja. Also und dieses oppressive Patriarchat oder diese, wo die maskuline Säule oppressiv geworden ist in der Gesellschaft, die ist insofern nach hinten losgegangen, weil sie ja auch etwas mit den Männern gemacht hat. Und das ist auch für die Männer nach hinten losgegangen, insofern, dass sie nicht mehr ganz Mensch sein durften, meines Erachtens. Weil das eben zu überzogenen Konkurrenzverhalten, zu bestimmten Einschränkungen von emotionaler Bandbreite und so weiter geführt hat, wo eben Männer nur eine bestimmte Klaviatur von Gefühlen haben durften. Ja, da gehört dann irgendwie, was weiß ich, Gelassenheit und vielleicht dann auch im Negativen Gewalt und Zerstörung oder so mit dazu oder Aggression. Das durfte man dann noch haben als Mann, was natürlich eine Katastrophe ist, weil wir Männer ja auch Menschen sind und natürlich wie die Frauen und andere Geschlechter die gesamte Bandbreite an Emotionen natürlich haben und abrufen, ich sag mal, wollen oder auch sollen beziehungsweise dürfen, und das war eben in dieser Zeit gar nicht möglich. Insofern ist dieses Ungleichgewicht, wo eben die eine Säule der Gesellschaft oppressiv geworden ist, für beide Seiten nach hinten losgegangen. Und jetzt besteht meines Erachtens eine Chance, das zu ändern, ja, und eben auf Augenhöhe und gleichberechtigt wieder eine gesunde Gesellschaft zu bilden. Siehst du das zeitlich aus deiner Sicht, wann ist denn so das Ende des Patriarchats eigentlich gewesen? Kann man das irgendwie zeitlich festlegen, historisch? Ja, also ich habe ja schon angedeutet, ich will so ein bisschen weg von diesem Begriff das Patriarchat, weil immer da kann man so viel dann rein interpretieren, je nach Gefühlslage und auch Standpunkt, zum Teil auch gesellschaftspolitisch, heißt das dann auch etwas anderes. Ja? Ich glaube, dass das auch was ist, was wesentlich
organischer und menschlich insofern komplizierter oder auch individueller ist. Ja? Also ich glaube, dass das nicht zeitlich in der Form eingrenzbar ist. Ja? Ich glaube, dass wir uns auf dem Weg befinden und zwar sozusagen immer. Ja? Also was ich schon glaube, ist, dass wir jetzt einen Bewusstseinsgewinn erleben, gerade in dieser Zeit. Also ich nehme doch in den letzten Jahrzehnten das eine oder andere wahr, was man schon als sehr, sehr deutliche Veränderungen, was das Bewusstsein diesbezüglich angeht und dann auch zum Teil die Umsetzung. Ja, das ist sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch dann eben in den Köpfen der Menschen. Und ich denke auch, dass die einen oder anderen Gleichberechtigungsversprechen, die gesetzlich längst sozusagen gelten, noch nicht im Alltag der Menschen immer angekommen ist. Ja, also dass wir auf dem Papier schon gleichberechtigt sind, aber das noch nicht immer im Leben und manchmal auch auf dem Bankkonto der Menschen dann angekommen ist, ja, diese Gleichberechtigung. Und wir uns jetzt auseinandersetzen dürfen auch damit, woran liegt das denn genau und was gibt es dann noch alles? Ja? Und da gibt es dann auch so unpopuläre Ansichten, dass es eben auch schon sowas wie Matriarchate, die oppressiv waren, auch schon immer gegeben hat. Ja? Also ich glaube, jeder kennt vielleicht auch Familien, wo die Großmutter die Hosen anhatte und so weiter. Und das ist um Gottes Willen nicht immer schlecht. Aber es gibt auf jeden Fall auch schon immer, also ich will nur darauf hinweisen, dass es Gott sei Dank auch schon immer matriarchale Strukturen gegeben hat, während dieser offensichtlichen, vielleicht äußeren und auch politisch und zum Teil auch eben wirtschaftlich beziehungsweise berufslebenmäßigen oppressiven Zeit, wo die maskuline Säule sozusagen da, ohne es vielleicht auch so richtig mitzukriegen, was sie da für Privilegien hat, die Macht übernommen hat. Ja? Und jetzt dürfen wir uns eben anschauen, was gibt es alles für positive Facetten von maskulin und feminin, die ja noch nicht mal mehr jetzt irgendwie auf die biologischen Geschlechter, das ist auch, wie ich meine, eine große Veränderung, beschränkt sein muss. Ja? Also dass es vielmehr um diese Prinzipien geht, die sowohl Männer als Frauen auch an den Tag legen können, wo wir wieder auf Augenhöhe und in Co-Kreation miteinander Liebe machen können, aber auch in einer Gesellschaft, in einer ja, co-kreativen Weise zusammenleben. Ja? Das ist so meine Hoffnung und meine Utopie, das heißt Utopie, aber eben mein, wo ich im Idealfall es hingehen sehe. Du benutzt in einem deiner Interviews das Wort Deprogrammierung. Mhm. Wir bei Together benutzen das Wort Renaturierung. Glaubst du, verstehen wir darunter das Gleiche? Das könnte sein. Da müsstest du mir ein bisschen. Also ich benutze ganz schön viele Wörter manchmal. Und ich weiß schon noch, was ich damit gemeint habe, aber vielleicht magst du mir dazu ein bisschen was sagen. In einem Interview zum Männerkongress 2018 habe ich das gesehen, wo du davon sprichst, dass eine Deprogrammierung der Geschlechter quasi jetzt ansteht. Wir verstehen unter Renaturierung quasi zurück zu dieser Urkraft, die jeder Mensch in sich trägt, die ja vielleicht oder diese essentiellen Kräfte, die wir von Natur aus mitbekommen haben, die ja vielleicht auch ein bisschen zugedeckt werden dort draußen in dieser Gesellschaft. Ist so dieses Deprogrammieren, was bedeutet Back to the Roots für einen Mann aus deiner Sicht? Welche Eigenschaften hätte ein Mann, bei dem so ein Back to the Roots gelungen ist? Ja, also zu Frage 1, ja, ich glaube, da meinen wir das Gleiche. Und für einen Mann diesbezüglich, da sind wir meines Erachtens bei der Frage auch, was muss ein Mann und was kann ein Mann, beziehungsweise was darf er und was muss er, vielleicht auch von Naturwegen her. Ja, also die große, große, auch immer wieder gesellschaftliche Frage, was ist sozusagen angeboren oder was gibt uns etwas mit, was haben wir mitbekommen, was wir nicht ändern können. Ja, und dann gibt es Sachen, die wir ändern können. Ja, also dieses, was ist die Substanz des Menschen und dann auch spezifischer des Geschlechts, dem man sich zugehörig fühlt oder vielleicht auch einfach biologisch zugeordnet wurde. Und was ist das, was ist unser Verhalten? Ja, also da gibt es sowas wie eine mitbekommene Substanz und dann gibt es sowas wie ein menschliches Projekt, was unsere Verhaltensweisen und eben was ganz, ganz sehr veränderbar ist. Ja, und da zu schauen, was ist was, ja, und dann, wie können wir das tun, also gerade das, was wir ändern können.
Und ich bin gar nicht so scharf drauf auf diese Debatte von, was ist denn alles jetzt unbedingt biologisch und was ist denn anerzogen. Und wir wissen ja, dass es beides ist. Ja, also dass wir als Mensch sowohl etwas Genetisches, Biologisches haben, als auch etwas Sozialisatorisches, Anerzogenes. Mhm, und ich glaube, dass es gar nicht unbedingt so wichtig ist, jetzt das dann ganz genau dann diese Grenze, wo was ist, auseinanderhalten zu können, sondern da, wo wir hinwollen. Ja? Also ich glaube, egal wie biologisch geprägt oder wie sozialisatorisch geprägt wir sind, wir haben die Möglichkeit, als kooperative Wesen, ja, als Menschen generell, als auch zwischen den Geschlechtern miteinander zu leben. Und da soll es hingehen. Und ja, ich glaube, dass wir dazu die Anlagen haben, egal ob die sozialisatorisch sind oder genetisch. Ja. So. Und da dann auch so ein bisschen zu schauen, also wo gibt es denn vielleicht Sachen, wo wir uns einig sind, was biologisch ist. Ja, also ähnlich wie wir vielleicht uns darüber einig sind, dass die Menschen ein Herz haben müssen, das schlagen muss, da können wir nichts wirklich dran ändern, wenn wir einer sind. Ja? Oder dass Menschen ohne, anders wie die Vögel, ohne Flügel geboren sind, auch da können wir nicht wirklich was dran ändern. Ja? Und auch bei unseren Geschlechtsteilen ist es durchaus, selbst wenn es heutzutage geht, ist es sehr, 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 sehr mit viel Aufwand verbunden, daran was zu ändern, wenn wir damit geboren sind und dem, was dann eben biologisch darauf folgt, nämlich eine gewisse hormonelle Lage, die gewisse Tendenzen auslöst, um das eine oder andere auszuprägen. Ja? Zurück zum Mann. Dazu gehört scheinbar, wenn man den Wissenschaftlern glaubt, dass Männer eine größere Muskelmasse proportional, nicht bei jedem Mann und bei jeder Frau und bei jedem anderen Geschlecht, sondern tendenziell mehr, 30% mehr Muskelmasse und 30% mehr Bewegungsdrang ausprägen. Ja, und das kann man ja mal so als Richtschnur nehmen, was ist denn, wenn das so ist und wie gehen wir damit um, sodass ein Menschenkind, wenn es ein Junge ist, gesund aufwächst. Mhm. Ja, und ich glaube, um solche Sachen geht es. Also ich finde es im Großen und Ganzen auch gar nicht so kompliziert oder gar kein Politikum, sondern es geht, Menschen sich anzuschauen und bestimmte Sachen eben mitzukriegen, die dann auch manchmal was mit dem Geschlecht zu tun haben, ja. Weil und dann eben so Fakten in Kauf zu nehmen sind, dass eben Mann und Frau gebraucht werden, um ein Kind zum Beispiel zu zeugen. Ja, ist vielleicht nicht so cool und ist vielleicht irgendwann mal anders, aber momentan ist es halt so und damit gehe ich um. Ja, also für mich ist das zum Teil gar nicht so kompliziert oder ich finde, da braucht man auch nicht jetzt ein Politikum draus machen, sondern ich gehe mit dem um, was ich wahrnehme. Und erzähle den Menschen, die es hören wollen, eben das, was ich daraus mache. Ja, also ich habe keinerlei Anspruch auf Allwissendheit, Allgemeingültigkeit und so weiter. Aber ich erzähle halt aus meinem Leben. Und es gibt eine wachsende Anzahl von Leuten, die ein bisschen hören wollen, was ich da so mache. Und dann erzähle ich es ihnen halt. Also so bin ich auch Coach geworden. Ich hab nie gesagt, hey, ich bin der coolste Mann und ich will jetzt Coach werden. Sondern das ist aus einem aus Nachfrage entstanden, wo Männer bei mir aufgekreuzt sind und haben gesagt, hey Kumpel, erzähl mir mal, wie hast denn du das gemacht? Ja? Und das ist im Grunde der Kern meiner Arbeit. Und natürlich weiß ich jetzt, ja, das ist ein klassisches Prinzip von Mentorenschaft, das es schon immer gegeben hat im menschlichen Zusammenleben und das offensichtlich meine Berufung ist. Ja? Also da bin ich. Und als Mann, ein Zuhörer für Männer sein, ist etwas, was viele Männer brauchen. Auch da sind wir wieder, egal ob sozialisatorisch oder biologisch ist, das sind wir jetzt gerade. Ja? Und das meine ich mit Renaturierung oder was ich unter Renaturierung verstehe. Da gibt es Prinzipien, die scheinen so zu sein und die tun uns gut. Und da gehe ich jetzt einfach mal mit und das ist mir egal, wie genetisch oder sozialisatorisch das dann am Ende ist. Denn das sind schöpferische Qualitäten, die allen gut tun. Ja? Mhm. Wenn ein Menschenkind, das ein Junge ist, gesund aufwächst, wird es sich sozialverträglicher verhalten. Ja? Also das ist im Interesse aller. Ja? Und das gilt genauso für die erwachsenen Männer. Ja? Also dass wir wieder ganz Mensch sein dürfen, ist etwas, was wir wir wollen weg vom oppressiven Patriarchat Bewusstsein zu verdanken haben. Und das ist natürlich auch etwas, wobei uns die feministische Bewegung geholfen hat als Mann. Ja? Also das auch zu erkennen oder dass eine Reaktion nötig wurde auf
diesen Bewusstseinsschritt der Frauen. Ja? Mhm. Und wir, da sind wir jetzt wieder auch ganz sozusagen tagesaktuell bei meiner Arbeit, ist, was machen die Männer jetzt? Ja, die kommen aus einer anderen Bedürfnislage ursprünglich, mhm. aber auch die dürfen sich jetzt bewegen, und zwar konstruktiv und bewusst und nicht als Reaktion auf etwas, sondern tatsächlich aus einem schöpferischen Prozess, der dem dient, was wir, glaube ich, alle wollen, nämlich in Verbindung gehen mit allen Menschen und als Männer mit Frauen und anderen Geschlechtern. Stichwort Geschlechterrollen. Wird es vielleicht so sein im Jahr 2030, dass es gar keine spezifische Definition mehr gibt, von was einem Geschlecht zugeteilt wird und was nicht, dass es einfach eine menschliche Mischung vielleicht am Ende des Tages ist? Kannst du dir das vorstellen, dass so diese klassischen Rollenbilder eigentlich in diesem Sinn gar nicht mehr vielleicht existieren, sondern einfach es ein was ich brauche ich jetzt in der Situation, um dem System gut dienlich zu sein, dass diese Rollen vielleicht komplett wegfallen? Kannst du dir das vorstellen? Vorstellen kann ich mir so einiges, aber ich glaube es insofern nicht, weil wir da auch, da sind wir wieder sowas bei was Biologischem. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass es mehrere Geschlechter gibt als zwei. Und dass alle Geschlechter an den Tisch der Menschheitsfamilie tolerant und willkommen geheißen werden. Das ist eine ganz großartige Bewegung, die wir ja auch gerade sehen. Mhm. Ja, also dass wir wie in anderen Kulturen wissen, es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Und ja, das mag vielleicht sowas wie eine Besonderheit oder eine Minderheit sein, aber eine Minderheit hat ja auch immer eine große, große Bewandtnis insofern, dass wir was lernen können. Ja, also zum Beispiel nordamerikanischen Urvölkern oder so wurden die sogenannten Zwischengeschlechtlichen als die Brückenbauer, die Schamanen und so weiter gefeiert. Ja, also ich finde das ganz, ganz großartig, dass wir auch in der Beschäftigung damit merken, nee, das ist nicht alles so schwarz und weiß und nur biologisch männlich und weiblich, wie wir jetzt vielleicht immer gedacht haben. Das halte ich für eine großartige Bewegung und eben auch für eine Flexibilisierung, um als Mensch ganz Mensch sein zu dürfen. Genau, das meint sich damit, genau. Mhm. Richtig, und insofern, also dass wir das lernen und ein Bewusstsein darüber erlangen, gibt, glaube ich, jedem Menschen mehr Freiheit. Ja? Und wir sind gerade in einer Zeit, wo eben Freiheit erstmal zu Verwirrung zum Teil, glaube ich, führt. Ja? Und wo ich auch Männern ständig dabei helfe, genau damit umzugehen. Und wo auch wieder dieses, da sind wir wieder bei Sachen, das ist, glaube ich, beim Menschen einfach so, ja, bei der Frage der Identität sind. Wir brauchen Bezugssysteme, um da sein zu können. Mhm. Ja. Und ich finde es großartig, wenn sich diese Bezugssysteme inklusive Geschlechter und Geschlechterrollen flexibilisieren. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, einen Punkt, über den wir nicht ganz hinauskommen werden, oder was heißt hinauskommen werden, der sich so schnell nicht ändern wird, weil das halt gerade mal so ist. Also wir können jetzt auch nicht sagen, doch, wir haben jetzt alle Flügel und wir sind jetzt dann alle Vögel, weil wir gesagt haben in unserem menschlichen Projekt, dass wir das jetzt wollen. Ja? Da haben wir aber immer noch keine Flügel. Ja, und wir können auch nicht sagen, ich finde das total altmodisch, dass wir ein Herz brauchen, um zu leben. Wir sollten alle das Herz abschaffen. Ja, also genauso, glaube ich, kann man eben Vulvas und Penisse nicht einfach abschaffen und auch das, was biologisch dann damit passiert. Ja, und das finde ich voll okay, weil also ich liebe Polarität, ich liebe Liebe machen mit Funkenschlag. Ja, also ich will das gar nicht in der Form alles abschaffen. Also habe ich jetzt persönlich überhaupt keine Lust drauf. Ja. Aber ich sage auch nicht anderen Menschen, wie sie zu leben haben. Das heißt, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wir eben viele Jahrtausende sozusagen als Menschen das eine oder andere, dann, wenn wir eben nicht oppressiv, sondern kooperativ waren, durchaus eine erfolgreiche Geschichte als Spezies hinter uns haben. Ja, und da uns drauf zu besinnen, ist für mich der Fakt. Dazu gehört nicht Abschaffen der Geschlechter, sondern sich die Geschlechter anschauen und sie zu was Großartigem werden zu lassen dazu. Ja, und ja, das ist ja voll okay, dass es mehr als zwei Geschlechter sind. Da habe ich überhaupt kein Thema damit. Ja, aber dass alle ihr Geschlecht auch haben dürfen, wenn sie es denn haben wollen. Ja. Das finde ich nach wie vor wichtig. Ja, und da sieht es eher so aus, dass wir
Also es gibt ja mittlerweile auch sowas wie das Paradoxon der Gleichberechtigung, dass wir in Ländern, wo das jetzt in Deutschland und ich glaube auch Österreich noch wesentlich fortgeschrittener ist mit der gesetzlichen Umsetzung von Gleichberechtigung, dass es da so Paradoxien gibt, dass es immer noch ganz, ganz viele Frauen gibt, die irgendwie in klassische Frauenberufe gehen, obwohl sie es nicht müssten. Ja, dass Männer das auch zum Teil noch tun, dass sich auch die wenigsten Frauen darüber beschweren, wenn auf der Bohrinsel oder bei der Müllabfuhr vor allem Männer arbeiten und da auch keine Quote gefordert wird. Ja, also ich weiß, das ist ein bisschen provokativ, ja. aber das ist in Ordnung. Ja, also ich finde auch, um nicht missverstanden zu werden, was ständig passiert, ich finde es total gut, dass wir in den Orten, wo es überhaupt nicht drauf ankommt, welche Muskeln und wie viel Bewegungsdrang wir haben, zum Beispiel im Bürojobs, ja, dass da alle logischerweise gleichberechtigt behandelt werden, ja, oder auch die gleiche Bezahlung haben und so weiter. Wir aber auch in einem System leben, wo interessanterweise eben nicht immer danach gegangen wird, sondern nach Verhandlungsgeschick eher. Ja, also wo dann eher eine Konkurrenz zum Teil auch beim, wie verhandle ich mein Gehalt? Ja, also wo halt auch manche Männer schlechter bezahlt werden als andere Männer. Ja, oder und so weiter. Also das darf man halt auch mit in Betracht ziehen. Ja. Und in diesem ganzen Gewirr befinden wir uns und versuchen, glaube ich, unser eigenes Leben zu leben. Und ich denke, das eben vor allen Dingen über Werte zu tun. Ja? Also in totaler Abkehr zu dieser Geschlechterfrage. Ich glaube, wenn man über Werte geht, zum Beispiel Empathie, so Co-Kreation, solche Geschichten, dann kommt man da viel leichter dazu, egal ob man Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht ist, miteinander in Frieden leben zu können. Ja, dazu sind wir ausgerüstet, egal wie viel, habe ich vorhin schon gesagt, davon jetzt Biologie und Sozialisation sein mag. Ja, es geht, glaube ich, viel über Werte in der Welt, in der wir gerade leben. Und da ist die Geschlechterfrage dann gar nicht so relevant am Ende des Tages, merke ich immer wieder. Ja. Und wir sehen ja, wenn du sagst Chaos, wir sind ganz klar vom Wandel, wir steigen aus dem alten System aus und gehen in ein neues. Da sind wir uns, ja, glaube ich, einig. Und ja, natürlich ist ein Systemwechsel immer, hat was mit Chaos zu tun. Das heißt, das Alte wollen wir nicht mehr, aber was das Neue ist, wissen wir nicht so genau. Und das ist halt jetzt, ja, momentan das Chaos. Das ist so und es wird sich ordnen am Ende. Aber menschliche Entwicklung dauert einfach und geht nicht in 5 Jahren. Das wird noch ein wenig dauern. Aber ein Systemwechsel ist ganz klar sichtbar, glaube ich. Ja, also einfach beim Bewusstseinswechsel. Und also was wir Menschen, glaube ich, manchmal auch nicht wahrhaben wollen, ist, es wird immer weitergehen. Also diese Sehnsucht nach, jetzt ist der Zeitpunkt, wo das abgeschlossen ist. Übrigens auch eine sehr maskuline Fantasie. Okay. Habe ich immer wieder das, also so vom Prinzip her, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja auch das Neue zur Zeit und ich finde auch Befreiende, dass das nicht mehr mit dem biologischen Geschlecht so viel zu tun hat, sondern dass man, aber eben dieses vom Prinzipiellen, ja, da eine, ich möchte jetzt da eine klare Struktur drin haben, ich möchte mal wissen, wann hat es angefangen, wann war die Mitte und wann ist das Ende. Das ist, glaube ich, bei menschlichem organischem Wachstum inklusive Chaos, also man könnte ja sogar sagen, es ist immer Chaos, ja, also Chaos ist das kreative Prinzip des Daseins, ja, also ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, es geht auch immer weiter und auch damit okay zu sein, dass ich das eine oder andere nicht mehr erleben werde von dem, was ich mir wünsche. Oder ich weiß auch nicht, wie die Geschichte ausgehen wird, ja, weil ich auch gar nicht so lange da sein werde. Ja. Also wir sind halt jetzt da und ich gehe immer davon aus, dass wir alle unser Bestes tun und eben den Beitrag leisten. Und da sind wir auch wieder bei einem Wert. Also ich übe mich sehr in Demut, ja, auch zu sagen, okay, also wenn ich sag dir gerne und erzähl dir aus meiner Welt, wenn du mich darum bittest, so wie du das heute getan hast. Ja, aber
Ich werde dir nicht, also glaub mir kein Wort. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So genau. Ich sag mal, wie wir alle. Wie wir alle. Ja. Genau. Wir wissen alle nichts, so. Aber manche wissen das nicht. Das stimmt, ja, ich bin da voll bei dir. Wir wissen vor allem, dass wir nichts wissen. Das ist fix. Das ist fix. Genau. Ja. Aber ja, ich sehe das auch so, wir sind in einem für die Menschheit ganz besonders spannenden kreativen Prozess gerade. Ich schätze es sehr, dass ich da dabei sein darf, quasi in dem Sinne, es mitzuleben. Es ist einfach etwas Besonderes in jeder Hinsicht, was da gerade vor sich geht. Stichwort Besonderes, da möchte ich dann noch auf die aktuelle Zeit, die auch für uns alle eine besondere ist, noch so abschließend zu dem Thema übergehen. Corona im Sinn von eine besondere Zeit. Du hast das Thema Abhängigkeit manchmal angesprochen in den Interviews, diese Abhängigkeit zwischen Mann und Frau, dass du dir wünschst, mir hat das sehr gut gefallen. Du hast gesagt, der Mann soll sein eigener Gott sein und er soll keine Göttin brauchen. Ja? Ist jetzt die Gefahr in diesen Zeiten, wo so in Corona der Mensch wieder auf seine essentiellen Lebensbedürfnisse irgendwie zurückgeschmissen wird in der Organisation dieser Lebensbedürfnisse, ist da die Gefahr, dass dieser Prozess, ich bin mein eigener Gott und ich brauche niemand anderen, um mich ganz zu fühlen, ist dieser Prozess jetzt ein bisschen gestört? Also für mich ist erstmal wichtig, da nochmal den Kontext einzuordnen, weil das habe ich bestimmt so gesagt, metaphorisch, ich wollte damit nichts anderes ausdrücken, als eine Art von Unabhängigkeit zu erleben, also auch eine Art von mit sich selbst, also da geht es um Selbstkenntnis, sich selbst versorgen können und so weiter. Also im Grunde geht es da eigentlich nur um Erwachsenwerden. Ja? Also eine Unabhängigkeit zu erlangen und dann, da ging es glaube ich denke, dass du das aus dem Interview hast, wo es eben um die Begegnung von Gott und Göttin oder von Mann und Frau ging. Genau. Ja? Und dass dieses, dass das, wenn ein Mann da in seinen Gott rein kann und dieses, ich kann für mich selbst sorgen und bin mir selbst gut genug, also da sind wir auch bei Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und so weiter, dass das über diese Hilfsmetapher Gott, wir sind ja keiner oder was sowas, wird ja bis heute darüber diskutiert, was das ist, aber eben, ich habe da Gott und Göttin als Metapher verwandt, ja, und habe, glaube ich, auch dazu gesagt, dass jeder Mann auch seine Göttin finden muss in sich, ja. Aber also das ist schon sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil das kann auch sehr, sehr patriarchal rüberkommen, wenn man das so stehen lässt. Also und so war das ja eben nicht gemeint, sondern da ging es um metaphorische Betrachtungen. Ja. Aber ich glaube, dass wir in der jetzigen Zeit durchaus viele dieser Qualitäten, die wir für uns selbst, also in unserem eigenen Prozess, als auch in der Interaktion oder kann auch Liebe machen mit dazugehört haben, jetzt auch besonders brauchen. Also ich glaube, Ausnahmesituationen sind dann immer die Zeiten, wo wir Erkenntnis darüber erlangen, wo wir stehen, wirklich. Ja? Also wo die Polster ein bisschen kleiner werden, ja, oder wo uns dann, wenn man mal betrachtet, also wir leiden jetzt alle keinen Hunger und nichts, ja, und sagen auch manche diese Corona-Geschichte, das ist ein vergleichsweise statistisch gesehen harmloser Manöver-Virus, ja, also wir können mal testen, was wir überhaupt drauf haben, ja. Wenn dann mal das dann wirklich Schlimmes käme, ja, dann sähe es nämlich nochmal ganz, ganz anders aus, glaube ich. Aber ich glaube, dass wir jetzt eine Gelegenheit haben, durch das eine oder andere, was wir entbehren dürfen, ja, das ist auch ein spiritueller Prozess, den es überall gibt, so wie Fasten, ja, oder Verzicht, oder in jeder Religion findet man das, auch bei Mönchen und so, das ist ja, und wir kriegen jetzt von mal verordnet diesen Workshop von, das nehmen wir euch jetzt mal und dann schaut ihr mal, was passiert. Also so sehe ich das. Das ist natürlich mein Coach-Framing, ja, weil ich mache halt das Beste draus, weil ich halt so, ja, aber ich glaube, wir können jetzt sehen, wo wir stehen, und wie bereit wir sind, wie flexibel wir sind, ja, und was wir sozusagen, auf welchem Fundament wir stehen. Und wie brüchig das vielleicht auch schnell wird, ja, weil wir vielleicht auch ganz schön verwöhnt sind, ja, und meinen, jetzt ist das Abendland geht unter, weil wir jetzt mal 4 Wochen mal ein bisschen drin bleiben müssen. Ja. Also ich mag es auch nicht. Also ich habe auch meinen Prozess damit und merke, oh ja, also das, da darf ich mich in Gelassenheit und auch in das Hineinentspannen, in das Warten können zum Teil üben. Ja. Und dann zu gewissen Zeiten dann auch wieder sagen, okay,
ich möchte jetzt bitte mal ganz genau wissen, was ihr da treibt, Politiker oder was auch immer, oder ja, so, also wo ich dann eben Information und Wissen auch für mich so ein bisschen einfordere. Mhm. Ja? Also das sind ganz persönlich jetzt auch meine Erkenntnisse, die, glaube ich, jetzt nicht so untypisch sind in solchen Lagen. Ja? Aber diese Zeit gibt uns die Möglichkeit, mitzubekommen, wo stehen wir wirklich, wie stark sind wir und wie ausgeglichen auch. Und denn ich glaube, jede Krise, wenn man es denn so nennen will, ist es in jedem Fall eine Ausnahmesituation, ja. aber jede Krise wurde von den Gelassenen und den Hoffnungsvollen gelöst am Ende des Tages. Ja? Und ich persönlich halte das für eine gute Empfehlung, sich in Hoffnung und auch Gelassenheit zu üben, weil das mehr Weitsicht und dann auch kluge Entscheidungen ermöglicht. Ja. Sehr schöner Schlusssatz. Was ich natürlich noch fragen möchte, du hast ja auch mit Malevolution den Männerkongress in die Welt gesetzt, vor 7 Jahren oder so, glaube ich. Der würde in Berlin heuer wieder stattfinden im Juni. Wie schaut es da aus momentan, der Plan? Ja, also der ist so wie alle Events zurzeit, muss leider online gehen. Ja. Also wir werden zum geplanten Datum das eben auch in eine virtuelle Konferenz verwandeln. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation und arbeiten im Team alle komplett ehrenamtlich und wollen deshalb auch unseren Teilnehmern jetzt in dieser Zeit was schenken. Und was wir deshalb tun, ist, dass die alle Tickets sozusagen dann jetzt für 2 Events gelten. Also sowohl für den Termin im Juni, wo es online geht, als auch dann für den Ersatzevent, der entweder im Herbst oder nächstes Jahr dann stattfindet. Mhm. Auch um unseren Unterstützern da was zurückzuschenken, jetzt auch dass sie uns sozusagen jetzt treu geblieben sind oder dass sie auch uns in dieser Zeit jetzt unterstützen. Da haben wir was gemeinsam. Together macht das ganz genauso. Wir machen das auch ehrenamtlich. Wir haben uns entschlossen, dass wir die Ticketpreise spenden. 2 Organisationen in Österreich, und um da irgendetwas zurückzugeben. Ja. Lieber John, vielen lieben Dank. Ich werde mir den Online-Kongress natürlich wieder anschauen und vielleicht komme ich sogar nach Berlin in den Herbst. Im Herbst schauen wir mal. War nämlich immer schon ein Wunsch, da dabei zu sein. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Vielleicht sieht man sich. Gleichfalls, liebe Ursi. Danke, danke, liebe Ursi. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ich interessiere mich für eine Sache, Neo: die Zukunft. Und glaub mir, ich weiß, der einzige Weg, dorthin zu gelangen, ist gemeinsam.